Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Diablo 3. Ja, wir haben hier gerade im Rausgehen quasi erzwungenermaßen die Nebenquest bekommen, Dargon und seine geistesgestörten Kultisten zu töten. Und das werden wir natürlich gerne tun. Ich schätze sowieso, dass sich diese Quest eher von selbst erledigen wird. Wenn ich das nämlich richtig in Erinnerung habe, ist der Weg, den wir jetzt hier gehen werden, relativ geradlinig. Im Gegensatz zu anderen Gebieten. Oh Mann, seid ihr viele. Ach. Ich habe übrigens noch nicht rausgefunden, wie das mit dem Schwierigkeitsgrad ändern funktioniert, weil ich jetzt direkt nahtlos gleich weiter aufnehme, weil wir ja sonst diese Nebenquest hier verlieren würden, wenn ich jetzt aus dem Spiel rausgehe, um mir das nochmal durchzulesen alles. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm, das holen wir dann demnächst noch nach. Meister, da ist er ja! Wird der verrückte Wachenschmied in meinen Kopf? Nein, komm! Da, da haben wir ihn nicht mal mehr ausreden lassen, weil er schon tot war und du wirst jetzt auch sterben. Ihr sterbt einfach alle. Los, ich habe einen Vorschlag. Wie wär's mit einem schönen Massensterben? Das macht Spaß, da kann man auch Freunde einladen und das ist... Gerade am Wochenende ist das ein sehr netter Zeitvertreib. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier alles bekommen haben. Lauter Zeug, das wir nicht benutzen können. Und dazu Zeug, das wir benutzen könnten, aber nicht wollen. Ja, braucht kein Mensch das Zeug. So, reden wir mit Kyr, dem Waffenschmied. Nun, da Dargon tot ist, wird niemand mehr meinen Ruf oder meine Entschlossenheit in Frage stellen. Nun zu meinen Waren. Ihr findet nirgendwo bessere. Na, dann schauen wir uns die hart erkämpften Waren natürlich auch mal an. Vampirhafte Stachel der Engel. Heiligschaden verursacht Schaden, wird in Leben umgewandelt. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Hast du nichts Goldenes? Na gut, du kannst auf jeden Fall mal reparieren. Also mit dem blauen Mist brauchst du mir hier eigentlich gar nicht kommen. Vor allem, wenn du keinen Halsschmuck hast, der mir noch fehlen würde. Ist vielleicht für den Templer was Nettes dabei. Eigentlich auch nicht so. Nee. Dieser ganze Aufwand und dann hast du nur Mist. Also wirklich. Da gehe ich doch lieber in die verfluchte Feste. Und feiere verfluchte Feste. Sprechen wir doch mal mit Königin Azula. Ich bin Azula, einst Gemahlin meines geliebten Leorix. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Nun gebe ich euch meinen Segen, Held, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Wow, ihr Segen bedeutet, dass ihr uns die Tür aufmacht. Und hier haben wir Azulas Truhe. Da wird wahrscheinlich Azulas Tagebuch drin sein. Ja, nimm doch. Wenn mir die Sonne entzogen wurde, weiß ich nicht mehr, welcher Tag es ist. Ich kann dem Wärter, meinem Mann und diesem Hund Lazarus dabei zuhören, wie sie mein weiteres Schicksal besprechen. Mein Leben wird bald enden. Doch ich sorge mich vielmehr um die Zukunft meines armen Albert. Freiheit! Endlich Freiheit! Oh, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Wenn mir die Sonne entzogen wurde, weiß ich nicht mehr, welcher Tag es ist. Ich kann dem Wärter, meinem Mann und diesem Hund Lazarus dabei zuhören, wie sie mein weiteres Schicksal besprechen. Mein Leben wird bald enden. Doch ich sorge mich vielmehr um die Zukunft meines armen Albrecht unter dem Wahnsinn seines Vaters. Wäre Aiden nur hier. Okay, so viel hätte sie gar nicht mehr gesagt. Egal, auf jeden Fall müssen wir, wie man ja hier schon sieht, Überreste der Gefangenen befreien. Und wir haben hier gerade schon welche gefunden, die ich aus Versehen auch schon aktiviert habe. Während ich hier an die Tür klingele. Sind sehr fortschrittlich. Die haben immerhin schon eine moderne Türklingel. Solange denn die Geisteskraft reicht. Nein, ich weigere mich jetzt, die Tür hier zu öffnen, ohne dran zu klingeln. Dann suchen wir erstmal ein paar Gegner. Und füllen die Geisteskraft wieder auf. Da, ein würdiger Gegner.
Ach, für dich ist alles ein würdiger Gegner, weil du nicht mal ein kleines Entenküken erledigen könntest. Da haben wir noch einen Horror. Es ist der Horror. Der blanke Horror. Der hat... Ach, so eine Schamanenmaske. Ich bin es aber gewohnt bei diesen Dingern total... wieder Schamanenmaske, weil ich ja... mein Hauptcharakter ein Hexendoktor ist. Und der freut sich natürlich über sowas. Ja. Mit einer Voodoo-Maske können wir wenig anfangen. Was wir aber können, ist jetzt hier an der Tür klingeln. Und es ist nicht mal was drin. Okay, dann reißen wir die hier halt auf die altmodische Weise ein. Ich will ja das jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Nicht, dass ich es nicht eh schon getan hätte. Und, oh, was haben wir denn hier? Eingekerkerte Deserteure. Tote eingekerkerte Deserteure. Und Gebeine eines Wärters. Hier haben wir die Überreste eines. Ich habe beschlossen, mich von meinen Qualen zu erlösen. Was? Wer wagt es? Ich war's nicht. Hör auf, gruselige Horrorstimme. Ich war's nicht. Nee, war ich nicht. War der da, mit dem Schild auf dem Rücken. Töte den, der hat sowieso verdient. War das immer schon so, dass man den Umkreis, in dem der explodiert, sehen konnte? Ich bin mir gerade nicht sicher. Yay, durch den Zaun durch. Das war Skill. Ich befürchte übrigens, dass wir uns hier ziemlich verlaufen werden, weil das ein ziemlich verwinkeltes Gebiet ist. So, klopfen wir wieder an die Tür. Und stellen uns mal bei den Nachbarn vor. Mit ihren Folterwerkzeugen. Wie kann man jemanden mit einem minderwertigen Zauberstab foltern? Wenn ich so drüber nachdenke, ich will es gar nicht wissen. Hey, hört auf mit Pfeilen durch den Zaun zu schießen. Ich kann das auch nicht. Das ist unfair. Ah, was kommt denn da? Sepsis, der Eingegrabene. Wer hat denn den ausgegraben? Manche Wortspiele sind echt so schlecht, die gehören wirklich verboten. Genau deshalb bringe ich sie. So, der hat was fallen lassen. Und zwar... Bessere... brauchen wir das unbedingt. Oh, da lebt ja noch einer. Na gut, das brauchen wir jetzt eh nicht unbedingt, dieses Ding. Das... Warum müsst ihr eigentlich immer in der Überzahl sein? Ihr traut euch wohl nicht im 1 gegen 1. Und der Templer hat endlich seinen Level up bekommen und ich kann mich gerade nicht drum kümmern, weil hier alles voll mit Gegnern und Skeletten und Skelettgegnern und allem möglichen ist. So, hier haben wir vielleicht mal kurz einen Moment Ruhe. Was kriegst denn du jetzt? Stürmt auf ein Ziel zu, fügt ihm 50% Waffenschaden zu, betäubt 2 Sekunden. Alle Gegner innerhalb von 8 Metern oder fügt einem Gegner massigen einen massigen Schlag zu, der 200% Waffenschaden. Das kannst du mal haben. Meine Macht wächst. Dass du auch mal ein bisschen was drauf hast wenigstens. So, dann gehen wir hier weiter. Falls ich hier in diesem Gebiet jetzt irgendwie eine Stelle übersehen sollte, bitte seht es mir nach. Es ist wirklich so verwinkelt alles. Und auf der Map werden die Orte ja teilweise schon freigeschaltet, wenn wir sie durch die Zäune durchsehen. Deshalb ist das hier nicht so leicht, die Übersicht zu behalten. Hey, lauf nicht weg, gemarterter Beschwörer. Da haben wir auch noch Gegner. Sammeln wir mal kurz die Kugel ein, auch wenn es nichts bringt. Aber hin und wieder kann es ganz beruhigend sein, mal eine ruhige Kugel zu schieben. Womit wir wieder bei schlechten Wortspielen wären.
Okay, hier geht's dann weiter, sobald wir die... Oh, Schatzsucher, Schatzsucher, Schatzsucher! Meiner, nein, du bleibst hier, du wirst sterben, wirst du. Du wirst so sterben! So, das ganze Zeug braucht man nicht. Und ich weiß nicht, was wir gerade aufgesammelt haben. Es könnte blau gewesen sein. So. Dann schauen wir doch mal. 27, das ist nichts Brauchbares, das auch nicht. Wieder mal nur lauter Müll. Schön, dass wir immer so viel Müll mit uns rumtragen. Eine Truhe. Mit Gurtzeug. Ja, ja, erstmal dich töten und dann kommt's hier schon wieder ganz blau daher. Warum seid ihr denn so blau? Habt ihr gesoffen? Ach, du lebst ja noch. Jetzt nicht mehr. Immerhin lasst ihr gut Gold springen. So. Können wir natürlich wieder nicht benutzen, weil es nur für Barbaren ist und nur für Dämonenjäger. Ist fast so ein bisschen wie in... Eine Krone zu tragen, wird vom Licht verliehen. Um es zu verlieren, ist die Finsternis eines verderbten Herzens nötig. Schön, dass du mir das gesagt hast. Wie hätte ich ohne dieses Wissen weiterleben können? Hauptsache, du bist mir mal wieder ins Wort gefallen. Weil ich gerade sagen wollte, es ist ein bisschen wie in Dark Souls. Nein, nicht wie in Dark Souls, wie in Demon's Souls. Wo es ja diese... diese Unterteilung der Rüstungen in die Geschlechter gibt, wo man sich irgendwie immer total benachteiligt vorkommt. Weil irgendwie findet man immer nur Rüstungen fürs andere Geschlecht. Egal ob männlich oder weiblich. So. Hier haben wir gleich wieder... Ach, ihr seid da drüben. Ist gemein, da komme ich nicht hin. Also auf jeden Fall, also Demon's Souls auf jeden Fall ein Spiel, zu dem irgendwann Let's Play kommen wird. Aber natürlich nicht, solange wir mit Dark Souls nicht durch sind. Aber zu dem Spiel wird definitiv ein Let's Play kommen. Das kann ich jetzt schon garantieren. Oh, Schrein der Raserei. Ach, da komme ich von der Seite nicht hin. Und da gibt's eben, in Dark Souls kann ja jedes Geschlecht jede Rüstung tragen, aber in Demon's Souls gab's da noch eine Einteilung. Okay, da haben wir schon den nächsten Gefangenen, damit schauen wir uns erstmal... Ach, hier haben wir gleich mehrere Gefangene. Ach, die sind hier alle auf einem Fleck, okay. Die Götter haben beschlossen, mich von meinen Qualen zu erlösen. Ich glaube, jetzt habe ich ihn gestört. Wie kann ich ihn das anzeigen lassen, was der gesagt hat? Gar nicht. Okay. Dann halt nicht. Irgendwas wollte die dämonhafte Stimme sagen, aber... Der böse Geist ist ihr ins Wort gefallen. Mach dir nichts draus, böse dämonische Stimme. Ich kenne das. Dann befreien wir jetzt gleich mal den letzten... damit die... Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, ihre Ruhe hat. Freiheit! Nach so langer... Ich danke euch, edler Held. Meine Diener sind nun frei. Doch der Fluch lastet weiterhin auf diesem Ort. Macht den Wärter in der Mitte des Verlieses ausfindig und setzt seinem Übel für immer ein Ende. Oh ja, der Wärter in der Mitte des Verlieses. Ach nein, sie meint einen anderen Wärter. Okay. Dann will ich noch nichts angedeutet haben. So, du stirbst. Und ihr dürft auch alle sterben. So, hier drin scheint nichts zu sein. Wie sieht denn die Map aus? Da haben wir noch ein kleines Eck. Das werden wir uns auch gleich noch angucken. Erst schauen wir mal hier noch entlang. Hier scheint es aber nichts zu geben. Dann machen wir uns mal auf in Richtung Wärter und decken derweil die letzten Reste der Map auf. So. Es tut mir übrigens leid, falls ich jetzt ein W
wenig leiser spreche, aber es ist schon relativ spät in der Nacht gerade und ich kann jetzt leider nicht mehr ganz so laut reden. Ich werde aber versuchen, das Ganze hinterher im Schnitt ein wenig hochzudrehen, dass man es nicht gar so merkt. So, was haben wir denn da jetzt Schönes bekommen? Müll und Zeug, das wir nicht verwenden können. Das finde ich immer am allerliebsten. So, was haben wir denn hier? Da dürfte jetzt ein Wärter sein. Bin ich denn der Einzige hier? Muss ich alles selbst machen? So sei es. Stellt euch auf böse Sünden. Der Wärter! Sieht er nicht putzig aus? Oberster Kerkermeister von König Leoric. Und seines Zeichens auch tot. Genau gesagt sogar explodiert. So. Du stirbst auch noch. Und wir haben wieder was bekommen. Und zwar... Müll. Das Licht wird stärker. Und nutzlosen Nippes. Naja. So weit, so gut. Damit haben wir auch dieses Gebiet hier geklärt. Und können hier weiter die Toten schänden. Und... Ach so, ja. Da geht's runter. Ist es... Oh, ist es etwa schon so weit? Oder... Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wir haben ja auf jeden Fall einen Speicherpunkt. Ah. Jetzt sterbt doch einfach, seid so nett. Vielen Dank. Du auch. So, jetzt gucken wir aber auch noch hier rein. Mein König, die Gefangene ist bereit, so wie ihr verlangt habt. Hab Dank, Lazarus. Eure Loyalität ist von unschätzbarem Wert inmitten all dieser Verräter. Und ihr, meine Liebe, meine eigene Ehefrau und Königin, die ihr ein Komplott gegen unser Königreich geschmiedet habt. Mein Liebster, ich schwöre, ich habe euch nie hintergangen. So kann man sich natürlich auch scheiden lassen. Bis zum Schluss. Ein grausiges Ende für eine edle Frau. Ich bin stolz, meinen Teil zu Leorics Ende beigetragen zu haben. Oh. Ja. Was soll man dazu noch Opferköpfe großartig sagen? Er war so besessen von Diablo, dass er letzten Endes seine eigene Frau getötet hat. Was für eine tragische Liebe. Es ist ein bisschen wie beim Glöckner von Notre Dame. Es ist eigentlich überhaupt nicht wie beim Glöckner von Notre Dame. Aber wir haben auf jeden Fall eine Seite aus... Nein, doch! Der Zeitpunkt für das wahre Erwachen meines Herrn steht unmittelbar bevor. Dieser Narr Leoric konnte ihm nur widerstehen, weil er noch nicht über seine volle Macht verfügte. Nun, da die Königin als Verräterin ausgeschaltet ist, kann ich mich voll darauf konzentrieren, den Jungen für die Ankunft meines Herrn vorzubereiten. Ja, da hören wir es auch schon. So, wir werden jetzt auch gleich wo unsere Ankunft vorbereiten, und zwar in der Halle der, in den Hallen der Agonie, Ebene 3. Was uns da allerdings erwartet, das sehen wir dann erst im nächsten Part. Für dieses Video war's das. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis dann, euer Pagu.